777 hat Maria Theresia die Diözese Sombathe gegründet, deren Gebiet je einen Teil der Komitaten Wasch und Sola umfasst. Zu ihren Naturschönheiten gehören das Kösseger Gebirge, der Fluss Raab und die Hügellandschaft in Sola. Die Diözese Sombathe wird auch als Boden der Märtyrer und Heiligen erwähnt. St. Martin, Josef Minzent, die sind hier geboren. Hier fanden der heilige Quirin und Janosch Brenner den Märtyrertod. Gencsopáti ist das längste Dorf Europas. Es entstand im Jahre 1943 mit der Zusammenlegung von Nagygencs und Gyöngyösapáti. Und obwohl die Einheimischen sogar die Spur des Teufels zu sehen glauben, pilgern sie aber immer lieber zum heiligen Brunnen, denn sie erinnern sich daran, dass das Wasser der hier entspringenden Quelle die Augen eines blinden Mädchens sehend gemacht hat. Heutzutage ist die im Jahre 1880 dreischiffig ausgebaute Kirche von Gencs die Pfarrkirche der Siedlung. Ihr Schutzheiliger ist der Apostel Jakob, ihn zeigt das Bild des Hauptaltars. Die Wandmalereien des eklektischen Gebäudes lassen die wichtigeren Ereignisse des Lebens Jesu aufleben. Auch die Gestalt der heiligen Elisabeth erscheint in den Wandmalereien, beziehungsweise auch als Statue auf einem der Altäre. Die andere Besonderheit der Kirche ist das Bild über der nach außen gehenden Tür der Sakristei. Es zeigt die Szene, als die hiesigen Bauern, geführt von Sándor Kopcsándi, dem damaligen Pfarrer, die von der Regierung der Räterepublik am 28. Mai 1990 ins Dorf geschickten Soldaten mit Feuer empfingen und aufhielten.